Alle Mann auf Gefechtsstation! Ganz genau, so sieht's aus. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild of Warships. Ich wollte mir noch mal so ein bisschen den Mecker angucken. Ich werde schon die ein oder andere Erfahrung mit dem Ding hier sammeln können. Bin sogar fast durch mit dem Schiff. Da fehlen jetzt, glaube ich, noch 30.000 EP oder so. Da sind wir auch bei dem Neuner. Und ja, was kann man so großartig zu dem Merker sagen? Also es macht auf jeden Fall schon mal für mich persönlich einen großen Unterschied zur Z31. Was auf jeden Fall ziemlich witzig ist, 12 Kilometer Torps ist schon sehr ungewöhnlich für die deutschen Zerstörer. Sind zwar sehr, sehr langsam mit 50 Knoten, aber immerhin lange unterwegs. Und was aber viel, viel geiler ist bei der DD-Linie, sind die Geschütze. Also man wird es nicht immer toll haben, aber wenn man es toll hat, gerade hier so eine Edinburgh oder sowas, auf einer richtigen Reichweite getroffen, zitalierst du die Kreuzer tatsächlich sehr, sehr gut. Und auch bei Schlachtschiffen auf den Aufbauten machst du mit den 150 mm auch echt Damage. Das ist ziemlich interessant für so einen DD. Ja, sind sehr, sehr durchwachsene Runden bis jetzt auch gewesen. Meist wenig Schaden, wenig Caps eingenommen. Denn, ja, man sieht es ja schon an der Tarnung selber. 6,3 Kilometer ist jetzt nicht wirklich gut. Man muss sich mit dem Ding hier gut positionieren, abwarten, so ein bisschen fahren. Also so ein Zwischending zwischen Zerstörer und Kreuzer tatsächlich. Man kann im richtigen Moment vorfahren und angreifen, auf jeden Fall. Aber nicht gleich zu Beginn in Cap reinfahren, das ist dann meist dann doch der Tod. Denn da gibt es viel, 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 viel stärkere DDs. Was so wie gesagt das Damage-Potenzial betrifft, jetzt nicht unbedingt durch die Torps, weil die 12 Kilometer laufen, sondern eher durch die Geschütze, ist sehr, sehr hoch. Also da macht man wie gesagt ordentlich Schaden. Das ist schon echt nice. So, wollen wir mal ein bisschen gucken. Kommt noch nicht voll von. Man muss wie gesagt so ein bisschen aufpassen, gerade wenn auch ein CV dabei ist. Aber man hat auf jeden Fall den Vorteil gegenüber anderen DDs, man hat einen ordentlichen HP-Pool. 25.000 ist schon echt ordentlich. Das hat schon was. So, dann wollen wir natürlich überlegen, ob man so ein bisschen an die Bismarck ranfährt, aber ich bin glaube ich der Einzige, der sie auch spottet. Gucken, ob hier jetzt gleich was kommt. Da haben wir eine Alabama. Leningrad. Ah, da macht es jetzt keinen Sinn, sich zu nebeln und zu schießen, denn dann sind die Ziele gleich wieder zu. So, die Alabama, die fährt wieder eher hier rein. Okay. Kann man ja auch mal so ein bisschen gucken, wo sie lang fährt, wenn sie dann nochmal aufgehen sollte. Gibt man hier nochmal eine schöne Torpedo-Seite. Schöne Reichweite für die Torpedos. Natürlich in dem Modus halt auch generell sehr verhalten, weil so die Teams agieren. Und hier sind keine Caps, bis auf die beiden Hauptcaps. Das ist halt immer so eine Sache. Ach, gib mal da schon der CV. Lass uns mal hier die Tops für die Alabama schon mal raushauen. Wenn ich jetzt drehe, habe ich tatsächlich noch einen Zweierwerfer. Das ist so ein bisschen blöd. Das ist halt definitiv kein Torpedoboot. Bei der anderen deutschen Linie ist es ja so ein klassisches Hybrid-Ding. Aber hier machst du eher den Schaden durch die Hauptbatterie auf jeden Fall. Oh, 150 mm halt, ne? Das kann bei der, ab der gewissen Distanz, wenn die Granaten halt auch durch Stack durchschlagen, beziehungsweise auch in den Aufbauten, verursachst du deutlich mehr Schaden als auf Distanz. Das ist ja bei jedem Schiff so. Wie dort die genau die Grenzen sind, weiß ich nicht. Um die 10 Kilometer. Ist auch von Schiff zu Schiff ja auch immer unterschiedlich. Wie so die Scharfschaltung der Granaten selber halt sind. Ne? Das ist halt auch echt nochmal ja, ein Unterschied. Ne? Aber hier habe ich so gemerkt, so, also um die 10 Kilometer, wie gesagt, wenn du dort genebelt bist, dann machst du da teilweise den übelsten AP-Schaden auf die Dinger. AP ist ja auch bei mir geskillt. Die 10%, glaube ich, sind das ja. So, Alabama, fährst du weiter? Oh, und nochmal ein Top-Treffer. Nicht schlecht. Ah, die laufen halt schon eine Weile, ne? Das ist halt echt witzig.
So, Mogambi wäre jetzt ein geiles Ziel von der Distanz her. Aber jetzt hier in das Cap reinfahren, wo dort doch einige an gegnerische Schiffe stehen, macht auch gar keinen Sinn. Aber so, wie gesagt, so ein bisschen abwartend halt, ne? Gucken die Alabama hin. Wenn ich jetzt hier rüber käme. Ja, lass uns die Dinger einfach nochmal rausholen. Schöne Rinnen hier auf Boden. 5600. Das ist halt schon echt nice, ne? Das macht extrem Laune. Und halt auch was ganz Untypisches halt, ne? Ist halt wie so eine kleine Kreuzerlinie von den Briten, ne? Richtung Minotaur. Gut positionieren und dann mit AP richtig reinhauen. Das sind halt so die Stärken dieser DD-Linie. Wie gesagt, man hat es auf jeden Fall nicht jede Runde, auf gar keinen Fall. Es gibt Runden, da bist du sehr, sehr schnell tot. Das ist dann aber auch fast ausschließlich fahrfehlerbedingt. Weil du halt echt, wie gesagt, ein bisschen aufpassen musst. Ne? Vom Tarnwert her sind die Dinger halt nicht so geil. Aber diese Runde habe ich auf jeden Fall schon mal mit den Torps übelst Glück, ne? Ja, wenn ein Torp trifft, macht ein Torp Schaden. Ne? Ganz, ganz klar. Oh, die Linie guckt auch nicht zu mir. Lass einfach mal weiter auf die Linie ballern. Was ist jetzt auf die Linie? 5000 Damage. So, sind gleich wieder aufgegangen. Und gleich wieder zugegangen. Schön. Wieder aufgegangen und wieder. Okay. Oh, ist gut, time. So, am Magi. Oh, da kann ich wieder rüberschießen. Interessant. Das ist halt aber auch so ein bisschen die Fragwürdigkeit, die man halt auch hier sich so stellen muss. Ne? Wie viel Sinn macht so ein Schiff? Weil es ja dann doch rein. Aber fast ausschließlich Ego-Schaden ist, den man hier so macht. Ne? Teamdienlich ist es eher nicht. Da wirst du auch ordentlich spotten können. Gerade so Schlachtschiffe, überhaupt gar keine Frage. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Aber so die D-Fights, schwierig, schwierig. Da ist es auch extrem unterschiedlich, wie man den Schaden macht bei DDs. Da müssen sie Breitseite zeigen, damit die AP auch überhaupt Damage machen kann. Aber es sind auch Salben bei gewesen, die auch mal 4.000-5.000 Schaden gemacht haben mit AP. Also bin ich eher auch geneigt, auch wenn die angewinkelt stehen, die DDs, auch weiter mit AP zu schießen. Das erinnert mich halt wirklich ganz, ganz stark an die Kreuzerlinie von den Briten. So, also auf der Stufe ist es ja hier die Edinburgh. Oder Edinburgh, wie auch immer man das aussprechen mag. Und dadurch, dass du hier nochmal einen besseren Tarnwert hast, macht es schon irgendwie echt Laune. Es ist definitiv nicht leicht zu spielen. Das darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Denn was haben wir dann? Asashio hat einen fast einen Kilometer besseren Tarnwert. Das ist jetzt zwar auch sehr speziell, aber haben wir da noch so? Merka auch. Silly Wangi weiß ich nicht. Das Schiff habe ich nicht. Asashio habe ich auch nicht, aber da weiß ich es zumindest. Aber wenn man sich mal so die Cargo oder sowas anguckt, die meisten anderen DDs haben einen deutlich besseren Tarnwert. Damit trumpfst du hier auf jeden Fall nicht. Du trumpfst hier, wie gesagt, mit den Geschützen. Und wenn du ein bisschen Glück hast, mit den Torpedos. Und mit den Torpedos habe ich diese Runde vor allem schon mal sehr viel Glück gehabt, ne? Ja, schon gut reingekloppt, aber auch ein bisschen was mit der Hauptbatterie. So, wird jetzt zu gerne auf die Mogami ballern wollen, ne? Ach, eine, oh, eine Veneto. Wollen wir noch ein bisschen weiter, dass ich ein bisschen in Range bleibe. So, Mogami. Die fährt aber auch so schön breit. Ne? Komm, wir nehmen uns mal. Gucken, ob wir bei 9 Kilometer die Mogami schon zitalieren können. Also,
Smolensk habe ich schon mehrfach zitaliert, auch mit einer Salve. Das funktioniert wunderbar. Aber das Ding ist ja auch butterweich, ne? Da reichen noch 150 Meter natürlich dicke aus. Das macht schon echt Laune. So, dafür hat es dann auf jeden Fall gereicht. Unser Team hat die Führung übernommen. Sehr, sehr glückliche Runde auf jeden Fall für das grüne Team, ne? So, was macht die Edinburgh? Die dreht weg, ne? Oh, hier ist aber was am Cap drin. Sehe ich ja jetzt erst. Die Asasche wird das sein, ha. Die muss denn da hinten irgendwo stehen, denn ich bin jetzt nicht offen. Irgendwo hier in die Richtung wird sie wohl sein. Da nebelt sie sich. Gucken wir mal, wie sich der Nebel ausbreitet. Ist wieder rausgefahren aus dem Nebel. Machen wir da nicht reintroppen. Machen wir hier lieber die Wengert, falls sie nochmal irgendwo reindrehen mag. Die Asasche kann mich ja nicht torpen. So kann sie ja schon. Aber sie wird bei mir keinen Schaden machen. Denn die Asasche hat Tiefentorps. Sogar spezielle Tiefentorps, die nicht mal Kreuzer trifft. Sonst bei den Panasiaten, die Tiefentorps treffen auch die Kreuzer, aber hier nur Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Hier aber auch richtig. Übernommen. Und das auch mit einer richtig heftigen Reichweite. Das ist ein sehr spezielles Schiff halt. So, wo ist die Asasio? So, Notradmixer halt raus. Oh! Okay. Null. Fünf Abroller, das ist ja auch geil. Kritischer Maschinenschaden. Geil. Oh, die Abroller. Dafür hat es nicht gereicht. So, machen wir hier schön noch den Nebel immerhin nutzen. Tondrehgeschwindigkeit ist wieder so typisch deutsch, ne? Es dauert ewig. Aber der Damage von der Hauptbatterie ist halt echt geil, ne? Oh, wir ballern hier auch mal ein bisschen weiter, das ist ja hier kaum noch was übrig. Hinten noch irgendwo der CV. Hauptturm kritisch beschädigt! So, Nebel ist nochmal ready. Und immer eben. Oh, hier nochmal schön nochmal ein Top rein. Nice. Ich glaube, das ist sogar meine beste Runde hier mit dem Merker, oder? Oh, guck mal, jetzt haben wir die gute Soft hier mit ins Cap her. Wir gucken mal, dass wir hier noch vielleicht ein bisschen Schaden noch an den EV machen können, ne? Scheiß drauf. Ist doch. Ja, genau. Ist doch Cap. Und hier nochmal so ein bisschen auf der Jagd, ne? 138.000 Schaden ist jetzt auch eher hochgegriffen. 100.000 hatte ich generell sehr selten, aber das liegt dann auch eher daran, dass ich mit Zerstörern so ein bisschen meine Probleme habe. Oftmals viel zu aggressiv und dann bist du halt tot. Das funktioniert so nicht, da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Oh, Flak können wir ruhig anlassen, ist jetzt auch egal. Gibt ja nur noch den CV. Da ist er auch. Bleibt der stehen? Kommt in meine Richtung gefahren? Ne, er fährt weg. Also spotten wir wenigstens ein bisschen. Die Reichweite habe ich tatsächlich noch nicht mit dem Merker. Das liegt jetzt aber auch nur daran, dass ich halt, klar, Achterschiff. Da hast du die Möglichkeit der Reichweite auch noch nicht. Und unten der Kapitänskill, soweit bin ich noch nicht. Kann ich aber auch gleich nochmal im Hafen zeigen. Da kann man ja dann auch nochmal den Flak und die Reichweite der Batterie nochmal ein bisschen erhöhen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch skillen. Aber es ist halt auch ein 4er Skill und ich habe jetzt einen 15er, glaube ich, drauf. Also das. 4000 ist. Das dauert. Das dauert. Und mit der Elbing sollte man das dann irgendwann mal haben. Mit dem 10er dann. Und bis dahin
Wie gesagt, die Schulz ist jetzt auch bald am Start. Mal schauen, was die nochmal für einen Unterschied macht. Unterstützer noch geholt. Nice. Jetzt könnte das auch ein Kill sein. Ja. Aber man muss ja auf jeden Fall lange einspielen. Also ich zumindest, so meine persönliche Erfahrung. Mit der Z31 kam ich überhaupt gar nicht klar. Da waren so zwei, drei Runden dabei, die okay waren. Aber meist sehr, sehr schlechte Runden. Das ist jetzt hier auf jeden Fall eine Ausnahmerunde. Also da kann man jetzt nicht von ausgehen, dass die Arena-Runde hier um die 150.000 Schaden macht. Aber so 70.000, 80.000 ist, glaube ich, so ein bisschen, ganz grob gesagt, der Schnitt gewesen mit dem Ding. Wenn nicht voll komplett verkackt. Und das heißt dann irgendwie 10.000 Schaden und tot. Das war dann aber, wie gesagt, eher das Problem, dass ich zu aggressiv gefahren bin. Und ja, so sieht der 15er Kapitän der Welthund bei mir aus. Ganz klar ausgelegt auf Gunboat. Auf jeden Fall hier. Ah, 7,5 ist es jetzt genau. Was waren mal 5%? Das hatten sie mal ein bisschen gepatcht. Und jetzt sind wir bei 7,5. Und hier ansonsten, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, mit letzter Anstrengung, denn so ein Steuergetriebe oder sowas geht gerade beim Zerstörer sehr, sehr oft kaputt. Dass du wenigstens noch ein bisschen weiterfahren kannst. Und auch ganz klar, Lebensgilden. Das sind für mich so die Must-Have-Sachen. Und gerade bei den deutschen Zerstörern auch die AP-Geschichte. Denn die machen schon ganz gut Schaden. Ne? Hat man jetzt hier auch hier und da mal ganz gut gesehen, glaube ich. Und dann habe ich hier noch mal ein bisschen die Ladezeit verringert und so ein bisschen Flugabwehrschaden. Oh, naja. Ja, auch hier, ne? Sie ist vorhanden. Jo, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Adrenalinrausch. Der wäre halt auch geil, ne? Aber für 15er, das dauert. Mal gucken, wo hier noch die Reise hingeht. Ob man hier die Reichweite noch erhöht. Aber ich glaube, ich werde den Adrenalinrausch erstmal bevorzugen. Ich glaube schon. Muss auch mal schauen. Ich weiß ja auch noch nicht, wie die Reichweite von der Elbing ist. Aber das müsste man sich doch eigentlich angucken können. Also mal gucken. So. Der Schulz. Das hier irgendwo schon. Feuerreichweite 11,4 standardmäßig. Vorne auch den Doppelturm in der Mitte nochmal ein Doppelturm. Das finde ich auf jeden Fall schon wieder cool. Hier haben wir jetzt die Einzeltürme noch. Auf dem Merkmal. Jetzt haben wir dann nachher die Doppeltürme. Da kann man sich nicht eigentlich. Zur Ausrüstung müsste man dann gehen, ne? Genau. Kann man dann auch gucken. 13,3. Plus die Skillung. Aha, bist du auf einen ordentlichen Wert, aber ob du da noch was triffst, ist halt so die Frage, ne? Ah, hier kann man halt, wie gesagt, überlegen. Feuerleitanlage. Dann bist du bei 14, 15, sowas, wa? Sollte dicke reichen, wenn nicht sogar lieber die Nachladezeit nochmal verringern. Muss man halt mal schauen, wo dort die Reise hingeht. Aber was man auf jeden Fall nochmal vergleichen kann, gerade weil die. 6 hier auch gerade steht. Einen anderen Vergleich habe ich gerade nicht auf der Stufe. Den AP-Schaden. Wir haben Hauptgeschütze. Und zwar 4000. Machen wir das mal mit der ZF6 vergleichen. Ich weiß gar nicht, ob ich es da geskillt habe. 3-1. Schau mal. Ja, tatsächlich hier auch geskillt. Ein sehr spezielles Beispiel ist natürlich, weil es halt auch ein Premium-Schiff ist. Aber auch mit dem Nachladebooster habe ich hier, wie gesagt, auch den AP-Schaden drauf. So, da hatten wir 3,1. Was haben wir hier? 3,9 sowas gehabt, ne? Genau, fast 4000 sogar. Könnte man das ja tatsächlich mal mit der Z52 vergleichen. Die Z52 hat 128 mm. Und nur 3,2. Also man sieht schon, dass die Merker oder generell diese deutsche Zerstörerlinie mit Hauptbatterien Schaden macht, ne? Und das funktioniert so ganz gut. Bin ja jetzt hier auch, wie gesagt, fast durch. Was fehlt jetzt hier noch? Boah, könnte man überlegen zu überspringen, oder? Nee, werde ich aber nicht tun. Denn so viel habe ich jetzt auch nicht an Free XP. Und wenn dann irgendwann mal wieder ein Schiff kommt, das ich unbedingt haben mag für Free XP, dann hole ich mir lieber ein Schiff. Als hier so ein Forschungsgedöns zu überspringen, das mache ich nicht. Aber ich glaube, so hat man schon mal einen ganz guten Eindruck bekommen. Darum ging es mir jetzt auch gerade hauptsächlich. Wo die Reise so hingehen kann bei dieser deutschen Zerstörerlinie, oder? Und mit den Worten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.